Ich wuchs auf bei drei Frauen zwischen Drama mit meinem Vater. Hab Mama früh gefragt, warum er niemals da war. Sie hatte Angst, dass ich nie wieder werd wie damals. Deswegen starte dieses Album beim Psychiater. Denn egal wie hoch ich steige, fühlt sich an, als ob ich unten bin. Anfang 21 hab ich drüber nachgedacht, mich. Aber das, woran ich glaube, lässt nicht zu. Ist nicht easy, wenn die Bahnen weiß und die Gedanken dunkel sind. Es war am schlimmsten in der Frühlingszeit. Der Baum im Garten schimmert grünlich-weiß. Könnte alles so gemütlich sein. Doch was ist los, wenn dir in Wirklichkeit nichts übrig bleibt als Druck in der Brust und bleiernde Müdigkeit? Ich musste weit in meine Kindheit zurück. Erinnere mich, wie ich mit 7 fast im Zimmer erstickt. Ich denk an Not-OPs, wusste so gesehen, was ein Herzsprung. Das Einzige, was mich ruhiger atmen lässt, ist die Bergluft. Aber in Mamas Wohnung gibt es keine. Die nächsten Jahre waren sicke Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, und was ich nicht mal peilte. Immer dann, wenn ich krank war, dann war ich nicht alleine. Deshalb war ich's oft. Ich hab erst gestern drüber nachgedacht. Es scheint, als ob mein Vater mich verlassen hat, so wie ihr Vater sie verlassen hat und dessen Vater ihn verlassen hat. Und ob ich den Kreis durchbrech und der Erste bin, der's anders macht. Damals dachte ich, ich komm nie wieder klar. Sie fanden Oma am Boden nach 40 Nitrazepam. Das wiederholte sich mit meiner Ex dann wieder danach. Zwei Frauen, die ich liebte, wollten, dass ihre Herzen nie wieder schlagen. Ist okay, mach weiter so. Ist okay. Denk dir, das alles passiert mir halt und ich bleibe so. Jede Zeile aus dieser Zeit ist wie ein kleiner Tod. Vielleicht haben wir deshalb Ganja gepusht. Vielleicht flüchtete ich deshalb in ein Bandenkonstrukt. In dieser Stadt hier weht eine andere Luft. Bevor ihr seht, wie wir wirklich sind, will ich lieber, dass ihr Angst habt vor uns. Ob ich der beste Rapper bin, ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie mach ich daraus Bares? End ich in einem Haus auf den Kanaren mit meiner Frau vor dem Altar? Oder zerlege ich euch und bleibe auf der Straße? Ich fühle mich wie Franzi von Einsieg unter Panichtschwimmern. Weste ist stichsicher, denn ich bin gerade mitten in was drin, Dicker. Vor dem Fenster müssen Stahlgitter sein. Benz vor der Tür bedeutet Hund und Frau ins Schlafzimmer rein. In diesem Jahr sah ich vor alten Brüdern Grablichter scheinen. Ich seh den Tod, aber gerate nie in Panik dabei. Und diese Wichser fragen, glaubst du noch an Gott? Bist du wieder aufgeräumt im Kopf? V, du musst mal raus aus deinem Haus. Ein bisschen Sauf, ein bisschen Rotz. Glaub mir, mehr brauchst du nicht, hier draußen sind wir Boss. Aber ich will keine goldene, keine Einsen, keine glänzenden Bands. Kein Erfolg, die ganze Scheiße könnt ihr Penner verbrennen. Ich leg alles in Schutt und danach wirst du endlich erkennen, wieso sie Stürme nach Menschen benennen.